Mike, hast du als Schlosser eigentlich Erfahrung mit Holzdübeln? Ehrlich gesagt nicht, aber wie so immer, ich probiere es einfach und ja, es muss halten. Ich denke, dass es hält. Sollte es, denn so ein Bett muss schließlich einiges aushalten. Ja, die sieht man so gut wie gar nicht, wa? Die verschwinden komplett im Holz. Einmal frei, ne? Sieht aus, als wenn es so sein muss. Aus wie ein Astloch. Das muss so sein. Annähernd profimäßig, oder? Wollen wir noch mal dran wackeln? Ja, wackel. Ja, hat auf jeden Fall jetzt mehr Halt wie vorher. Ja. Beim Rollrasen nehmen die beiden dann keine Rücksicht auf Verluste. Eine Kompromisslosigkeit bei der Deko, die nicht alle Wochengegner teilen. Also ich mache ja auch schon Deko, dass es gemütlich aussieht, ja, aber ich bin nicht ganz so kitschig. Da ist Olli eher die feminine Seite, wie man so schön sagt bei uns. Krass, ey. Mike zeigt seine maskuline Seite und schneidet den Grundrahmen zu, während viele ungewohnt verträumt die Zeit zu vergessen scheint. Was macht die Fine denn da? Ich habe mir überlegt, den Mike zu überraschen und uns so ein paar Herz in den Baum zu brennen. Ich hoffe, dass er sich freut. Oh, sind die süß, ey. Oh. Also ich sag mal so, meine Welt wäre es jetzt nicht. Aber es muss ja nicht mir gefallen, es muss denen gefallen. Also auch so süß zu mir sein. Wenn dieser zeitaufwendige Liebesbeweis sie mal nicht den süßen Sieg kostet. So habe ich mir das vorgestellt. Finde ich total cool. Könnte ja auch der Baum sein, wo wir uns damals verewigt haben und wir ihn gefällt und geklaut haben. Aber nein, das haben wir nicht getan. Die ist cool, die Frau. Und wo lernt man so eine coole Frau kennen, die noch dazu naturverbunden ist? Na klar, im Internet hat Mike sie gefunden. Warte mal ganz kurz, ich muss dir was zeigen. Hier? Weiter, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Okay. Ein Stück. Jetzt steht um Kante. So. Jetzt. Ah, das ist ja süß. Da hätte ich sie gefragt, ob sie Langeweile gehabt hätte. Ich hab jetzt gedacht, er sagt, bist du verrückt? Wäre nicht dein Ding, ne? Nee, das wäre mir zu kitschig. Ja. Ey. Ah. Zurück an die Arbeit, die Zeit läuft. 4 Querbalken bilden die Auflage für den Lattenrost. Sieht gut aus. Winkelchen? Winkelchen haben wir. Winkelchen. Schönchen. Ja, Schönchen. Schönchen. Als Team finde ich die ne glatte 1. Ja, der eine ist gerührt, den anderen schüttelt's. Klasse, Schatz. Sieht gut aus. Oder? Mhm. Totaler Frauenversteher. Also, vielleicht kriegt er Schläge, wenn er das nicht macht oder so. Die sind einfach noch nicht so lange zusammen wie wir. Stimmt, die sind noch nicht so lange verheiratet. Aber schon ziemlich lange am Bauen. Nur noch 9 Stunden. Dann gibt die Konkurrenz ihre Bewertung ab. Profipunkte gibt's erst am Freitag und die zählen doppelt. Ist klar, Metaller und Sinkelschleifer. Haben die ja alle. Metall ist eigentlich genau mein Ding. Deswegen ist es ja alles so ein kleiner Versuch hier mit dem Holz. Er scheint bewusst zu sein, was er da macht und wie er das macht. Mal mehr, mal weniger. Na ja, war frei. Judy. Aber was ist denn mit der Frau los? Fine? Soll ich dir was zu trinken machen? Mir geht der Kreislauf in die Knie. Also ich staune ja, dass sie jetzt zusammengebrochen ist, weil wenn du es so siehst, die haben echt viel Schlaf gehabt im Gegensatz zu anderen Familien. Ich denke, sie hat einen Tag vorher viel mehr gemacht, als sie heute schlapp macht. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Das kennst du, ne? Ja, ich kann mit ihr mitfühlen. Bei großen Menschen ist der Kreislauf wirklich echt schnell runter. Es ging ganz schnell und ich mache jetzt kurz Pause und dann lege ich wieder los. Hoffentlich, denn die Zeit rennt. Alleine kann Mike den Rest nicht schaffen. Bisher sind Grundrahmen, Bäume und Lattenrost fertig. Treppe, Lampe und Deko fehlen noch. Fine hat im Internet 2 gebrauchte Stufenregale aus Massivholz gekauft, die noch bearbeitet und dann zur Treppe umfunktioniert werden. Und Fine, wie geht's dir jetzt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich habe mich ganz kurz mal für 15 Minuten hingelegt und habe eine Tablette genommen und ein bisschen was getrunken. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie und jetzt ziehen wir das bis zum Schluss durch. Nach wie vor, so wie im richtigen Leben, also wie immer, brauche ich Fina einfach. Das ist, da geht nichts drum rum. Und ich finde gut, dass sie jetzt wieder fit ist. Das haben wir ein Kompliment, Fina. Ich brauche Fina. Ja, ich weiß, es würde nie über deine Lippen kommen. Ich würde nie sagen, ich brauche Sandra zum Bauen. Muss ich jetzt mal reinstecken? Wer ist das Ding? Stechhammer? Nee. Stechmeißel? Wenn ich das wüsste. Dein Vater sagt immer Zaubermaschine. Zaubermaschine. Das Gerät habe ich auch. Ah, das Oszillationsgerät.
Das ist eine richtig geile Maschine. Diese Maschine wurde erfunden als Gipsverbandsäge, ne? Das ist eine Zaubermaschine. Oszillationsgerät. Oszillationssäge. Oszillieren. 1,5 Grad nach links und 1,5 Grad nach rechts. Mit 20.000 Oszillationsbewegungen. Oszillation. Schwingen. Damit die Treppe mit Winkeln an die Wand geschraubt werden kann, zaubert Mike die Aussparungen. Also er ist auf jeden Fall. Als Heimwerker entpuppt er sich so langsam. Und viele auch. Oder, Mike? Also ich finde, viele macht das schon echt gut. Hätte ich echt nicht gedacht, dass er so gut mitarbeitet, also was das Handwerkliche angeht. Ne? Ich dachte, sie ist eigentlich mehr so die Planerin, aber süß, ja, die macht das echt gut. Der lässt sie einfach machen und tun, wie sie es möchte. Hm. Und das wünschte ich mir so manches Mal auch von dir, Olli. Ich gebe dir die Maschinen alle und sag, mach. Gut, finde ich. Dann wollte ich gar nicht mehr machen. Ist doch schön. Sei doch froh. Die nächsten Schränke baust du zusammen. Aber dann bist du weg. Nur noch 6 Stunden und Mike merkt langsam was. Oder Mike, wie fühlst du dich? Ich will auf jeden Fall fertig werden. Wir haben kaum noch Zeit. Und deswegen werde ich immer nervöser. Unter Vollgas passieren leider Fehler. Die Winkel sind unterschiedlich hoch, ne? Die Winkel sind unterschiedlich ja. hoch? Na ja, das ist schon. Ist schon ein bisschen, ja. Hm. Und der 2-Komponenten-Kleber fixiert bombenfest. Ändern können sie nun nichts mehr. Doch wenn die Treppe nicht sauber auf den Winkeln aufliegt, besteht Absturzgefahr. Jetzt müssten wir irgendwas unterfüttern, ne, dass das Regal auch sauber auf dem Winkel aufliegt. Haben wir noch irgendein schmales Brett da? Bestimmt irgendwas. Müssen wir mal suchen. Ansonsten nee, mal gucken. Opfer ich irgendwas von meiner Deko? Von deiner Deko? Von meiner Deko. Ich finde, die Treppe ist ganz schön steil, aber also, da darfst du nicht getrunken haben, wenn du ins Bett willst. Darfst hier, du doch nicht. Pass auf. Guck mal hier. Ich probiere das mal. Meinst du, das passt? Wäre lustig, oder? Ich glaub nicht. Ah, oh, könnte ein bisschen breit sein. Aha, geil. Guck mal. Sitzt. Lösung gefunden, siehst du? Ist auch gut. Regale, Winkel und Probleme haben schon wieder viel zu viel wertvolle Zeit gekostet. Noch 4 Stunden, Mike? 4 Stunden sind auf jeden Fall viel zu wenig, glaube ich. Haben sich ein bisschen verschätzt und sich zu lange ausgeruht in der Nacht. Ich weiß nicht genau, ob wir es schaffen. Wir müssen uns jetzt richtig ranhalten. Und aber wir packen jetzt nochmal ordentlich an, Zähne zusammenbeißen. So, weiter. Der Handlauf sollte jetzt möglichst schnell gehen. Noch ahnen die beiden nicht, wie viele Nerven er kosten wird. Alter Falter, guck dir das Riesending mal an. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, das sieht richtig cool aus. Also wirklich. Ich muss mit der Deko anfangen, Mike. Ich schaff das nicht. Denn da wächst ein wahrer Dekoberg. Die Konkurrenz beobachtet alles mit Adleraugen, denn gleich wird bewertet. Marks Profipunkte gibt es erst am Freitag. Die zählen doppelt und dann entscheidet sich, wer 5.000 Euro gewinnt. Fine klopft schon mal auf Holz. Mein Ding wäre es jetzt nicht. Ich liebe die Natur außerhalb. Aber ich muss sie nicht unbedingt in meiner Wohnung haben. Der dicke Dekoplan wird durchkreuzt. Mike braucht Hilfe beim Handlauf. Wenn ein Handlauf da ist, hält man sich dran fest. Und dann muss der was aushalten. Nicht nur Erwachsene. Kinder hampeln da dran rum, die hängeln da dran. Die machen die Spiele mit so einem Handlauf. Ein Handlauf muss immer tipptopp sitzen. Das ist so krumm und schief. Ich kriege hier keine saure, gerade, glatte Fläche hin. Hm. Dass das irgendwie passt. Na gut, dass wir so einen Naturstamm genommen haben. Ja. Ich hätte so eine Rutsche rangebaut. Dann nehme ich morgens, rutsch da runter, rutsch gleich in meine Schuhe und dann geht's los. Aber so sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ja, dann würde er bloß hier nicht aufliegen, ne? Dann würde er nicht aufliegen, ja. Also und wenn wir den mal seitenverkehrt drehen, vielleicht hat er da mehr. Das ist eigentlich auch Quatsch. Aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht passt es. Probieren, nicht überstudieren. Genau. Klar, er macht's richtig, er macht's alle gerade. Er macht, richtet es halt noch mal aus und macht und tut. Und geht natürlich Zeit flöten. Aber da kommen wir der Suche so näher. Liegt da einigermaßen gut auf. Ne? Aber oben nicht. Aber hier sieht es zwar scheiße aus. Ja, drück mal ein bisschen rüber einfach. Das hier ist eine dolle Biegung, ne? Die müssen wir irgendwie aussparen und muss das nach oben. Oder ich gehe mit dem weiter nach innen. Mit wem? Mit dem Fuß. Mike, es wird jetzt schon eng. Ich glaube, wenn wir da jetzt noch Mühe reingehen, ja, Zentimeter hin oder her, außerdem ist die Asymmetrie dann da. Gut, ich lass mir was einfallen. Gut. Danke. Macht Mike jetzt Murks?
Ich habe jetzt quasi einfach gesagt, wir werden diesen Ast nicht oben drauf legen, sondern einfach seitlich ran. Würde ich nicht machen. Finde ich gut. Finde ich auch nicht schlimm. Und das ist halt ein Stamm, das ist halt kein Brett, kein Schnittnet. Sieht, wenn man von hier aus guckt, natürlich nicht so schön aus, weil man dann diese Pfosten sieht. Aber ich denke, von hier aus ist es ganz okay. Und von hier aus sieht es ja sehr gut aus. Mir gefällt es so auch. Ja, von der Sichtweise hier, von der Ansicht von der Seite ist halt okay. Aber das gucke ich mir mal genauer an. Also den Handlauf, den werde ich testen. Wenn man von draußen kommt, sieht das aus, als wenn es so sein soll. Okay, cool. Ja. War das ein Kompliment? Ja. Dass ich das jetzt indirekt, richtig gut indirekt gemacht habe? Danke. Genug geflirtet. Die Zeit rast. Fine muss viel verplänkelte Zeit wieder reinholen. Oh, stell dir mal vor, du willst barfuß dann da hoch und dann bist du bei dem Kunstrasen. Mein Stresslevel ist momentan wahnsinnig hoch. Ich arbeite gerade auf Hochleistung. Wie lange haben Sie noch? Anderthalb Stunden sind jetzt mittlerweile ganz, ganz wenig Zeit geworden. Ui. Noch eine Stunde und 30 und es sieht noch aus wie Chaos. Aber wir sind echt in den letzten Bewegungen. Können wir das noch schaffen? Ihr gebt mir ein Bestes. Wie gesagt, wir machen jetzt hier die letzten Sachen noch fertig. Rausfallschutz. Ich mach gerade die Haken dafür ran. Dann wird das verspannt. Also da haben Sie sich noch was vorgenommen. Wir ziehen voll durch und dann werden wir fertig. Vielleicht auf die letzte Minute, aber wir schaffen es. Ja, sie sieht auch schon müde aus.